Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Hier spricht Silvia Puhani und ich freue mich sehr, dass Sie jetzt dabei sind. Heute zum Thema Rita Skeeter, The Quick Quotes Quill and Internal Audit. Als ich die Story von Rita Skeeter und ihrem Quick Quotes Quill aus dem vierten Harry Potter Band auf einem meiner Seminare erzählte, sah ich in viele fragende Gesichter. Daher mögen mir jetzt alle Harry Potter Fans bitte, bitte verzeihen, wenn ich jetzt den Hintergrund etwas ausführe. Im vierten Harry Potter Buch, The Goblet of Fire, auf Deutsch heißt es, glaube ich, Harry Potter und der Feuerkelch, nimmt Harry Potter am Triwizard Tournament, einem Wettbewerb zwischen drei Zauberern, teil. Da dieser Wettbewerb eine lange Tradition hat und super prestigeträchtig ist, wird er von der Zaubererzeitung Daily Prophet gecovert. Und so kommt eine Reporterin nach Hogwarts. Hogwarts ist die Zaubererschule, in die Harry Potter mit seinen Freunden geht. Die Reporterin heißt Rita Skeeter und sie ist, naja, sagen wir mal, nimmt es mit den Fakten nicht so richtig ernst. Harry Potter weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Er wollte da eigentlich gar nicht mitmachen, ist aber eine andere Geschichte. Auf alle Fälle ist er in diesen Schlamassel hineingeraten. Er wurde noch nie interviewt, ist super aufgeregt, weiß überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Und Rita Skeeter versucht diese Gelegenheit beim Schopf zu greifen, schnappt sich den Harry und sagt dann, "You won't mind, Harry, if I use a quick quotes quill? It leaves me free to talk to you normally." What? Sagt Harry Potter. Naja, Harry hat halt von sowas noch nie gehört und ein kleiner Testlauf zeigt, dass dieser Quick Quotes Quill eine magische Schreibfeder ist. Eine Feder huscht über das Papier und notiert die Gedanken der Interviewerin, ohne dass sie selbst was aufschreiben muss und ohne dass sie es wirklich diktiert. Es ist eine Art schriftliches Diktiergerät, das über Gedanken bedient wird. Harry ist noch total fasziniert von dem Quick Quotes Quill, schaut zu, ist vollkommen überrumpelt und verblüfft und da schießt Rita Skeeter schon los und startet das Interview. "So Harry, what made you decide to enter the Triwizard Tournament?" Said Harry, but he was distracted by the quill. Even though he wasn't speaking, it was dashing across the parchment, and in its wake he could make out a fresh sentence. "An ugly scar, souvenir of a tragic past, disfigures the otherwise charming face of Harry Potter, whose eyes..." "Ignore the quill, Harry," said Rita Skeeter firmly. "Now why did you decide to enter the tournament, Harry?" Und so geht's dann weiter. Tja, unglücklicher kann so ein Interview nicht laufen. Und dieser Quick Quotes Quill schreibt dann was ganz anderes auf und viel, viel mehr, als überhaupt gesprochen wurde. Harry fühlt sich in dieser Position des Befragten sichtlich unwohl, wenn man den Film anschaut und man liest es auch raus aus dem Buch. Der Quick Quotes Quill irritiert ihn total. Er liest mit oder versucht mitzulesen und wundert sich, dass das überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was er gerade gesagt hat. Und schon haben wir den Link zur internen Revision. Genauso wie es Harry eben interessiert, was da über ihn geschrieben wird, genauso interessiert es natürlich auch unsere Revisionspartner, was wir aufschreiben, wenn wir sie interviewen. Und da so ein Interview durch die interne Revision für den Revisionspartner im Zweifel immer unangenehm ist, sollten wir versuchen, es unserem Gesprächspartner so angenehm wie möglich zu machen. Mein Tipp ist also, wenn Sie ein Interview führen, tippen Sie nicht in einen Laptop. Nutzen Sie den am besten gar nicht. Der Bildschirm stellt eine unnötige Hürde dar, die Tippgeräusche stören den Redefluss. Hören Sie einfach zu und machen Sie sich handschriftliche Notizen. Wenn ein Kollege das für Sie übernehmen kann, umso besser. Und jetzt kommt das Wichtigste.
lassen Sie sich als Protokollant aufs Papier schauen und seien Sie bezüglich Ihrer Mitschrift transparent. Das bedeutet auch, dass Sie möglichst deutlich schreiben sollten, damit Ihr Revisionspartner auch möglichst gut mitlesen kann. Wir sind hier nicht mehr in der Schule, in der man nicht aufs Blatt vom Nachbarn schauen darf. Lassen Sie den anderen mitlesen, auch wenn sich das für Sie zunächst total komisch anfühlt. Aber Sie werden merken, wenn er lesen kann, dass Sie nichts anderes aufschreiben als das, was gesagt wurde, wird er sich entspannen. Ihr Revisionspartner möchte nur sicher gehen, dass Sie auch wirklich nur das aufschreiben, was er gesagt hat. Falls es sich anbietet und Sie eine Skizze erstellen, dann erstellen Sie diese am besten auf einem separaten Blatt. Zum Beispiel eine Skizze von einem Prozessablauf. Und dann legen Sie dieses Blatt in die Mitte zwischen sich, um darüber zu sprechen. Und dann können Sie jeden einzelnen Schritt des Prozesses nochmal durchgehen. Und so merkt man auch, wenn irgendwelche Prozesse ins Nichts laufen oder vielleicht noch eine Abzweigung fehlt. Sollten Sie bestimmte Sachverhalte besprechen, die Ihrer Meinung nach so wichtig sind, dass Sie in Ihren Bericht hineinkommen werden, dann fragen Sie gleich nach, ob eine bestimmte Formulierung, die Sie sich notiert haben, so korrekt ist. Dann können Sie auch erläutern, dass diese Formulierung für Sie sehr wichtig ist, weil Sie sie in Ihren Bericht aufnehmen möchten und dann wäre es doch umso besser, die gleich abzustimmen. Und das hat drei große Vorteile. Erstens haben Sie für Ihren Bericht gleich die richtige Formulierung. Das ist super, dann brauchen Sie hinterher nicht mehr viel Zeit drauf verwenden. Zweitens beruhigt es Ihren Revisionspartner, wenn er hört, dass Sie sich für den Bericht etwas korrekt notiert haben. Dann muss er hinterher nicht mehr so genau lesen, hat keine Unterstellungen drin, dass da irgendwie was falsch sein könnte. Und drittens zeigt es Ihre Professionalität und Ihre Ernsthaftigkeit, wenn Sie sich um eine gute, möglichst objektive und damit richtige Formulierung bemühen. Also denken Sie bei Ihren Interviews in Zukunft immer an die Geschichte von Harry Potter und an die Szene, als Rita Skeeter ihn mit ihrem Quick Quotes Quill interviewt. Und machen Sie es besser als diese Reporterin vom Daily Prophet. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie eine Fragestellung haben, die Sie in diesem Podcast gerne beantwortet hätten, dann schreiben Sie mir diese doch entweder per Mail an info@puhani.com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Dort gibt es eine offene, aber auch eine anonyme Variante. Und bei Gelegenheit werde ich diese Fragestellungen dann in weiteren Podcasts aufgreifen. Wenn es Ihnen super gefallen hat, dann teilen Sie es bitte gerne mit Ihren Revisionskollegen und vielen, vielen Dank für Ihre tollen Bewertungen. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse. Thank you.